Hi, ich bin Livi und ich heiße euch herzlich willkommen auf meinem Kanal. In meinem letzten Video habt ihr gesehen, dass ich auf der Manga Comic Con war und ich will euch heute meine Ausbeute zeigen. Aber als Highlight habe ich eine The Witcher Mystery Box, die wir zusammen auspacken werden. Das hebe ich mir natürlich für den Schluss auf. Ich habe ganz schön mit mir gehadert, weil es gibt irgendwie keine Videos oder Informationen, wie das jemand auspackt. Deswegen bin ich hier, also falls ihr sowas auch mal kaufen wollt, ich denke, das ist wahrscheinlich auf sehr vielen Messen vertreten, könnt ihr jetzt hier mal schauen, was da denn so drin ist. 25 Euro ist ja jetzt nicht allzu viel. Da gibt es halt auch welche für 40, 60. Geek Corner hat welche für 100. Mehr noch, also deswegen bin ich mal gespannt, was in so einer günstigen Tüte drin ist. Dann hätte ich gesagt, wir starten mal. Ich zeige euch einfach mal, was ich so mir mitgenommen habe. Und zwar als erstes sind wir zu einem Stand gekommen, das war gleich am Donnerstag, von einer Autorin aus dem Harz. Wir sind ja beides Harz, also Niklas und ich. Und das war natürlich ganz interessant. Das ist einfach so ein mystischer Harz-Krimi. Ich muss sagen, das Cover fand ich super schön. Also da bin ich schon begeistert. Bin ja jetzt nicht so die größte Leseratte. Das liegt einfach, ehrlich gesagt, an meinem Jurastudium. Im Jurastudium muss man sehr viel so logischerweise Jura-Bücher lesen. Und dadurch ist das bei mir privat mit dem Lesen komplett auf der Strecke geblieben. Und ich schaue dann lieber wirklich eine Serie oder einen Film. Aber jetzt habe ich ein bisschen Motivation, dann doch mal wieder vielleicht zu lesen. Das Buch heißt Im Schatten der Hexen von Katrin R. Hottewetz. Ich weiß nicht, ob sie jemand vielleicht auch kennt. Das ist halt Crime und Fantasy. Ihr Mann hat uns so ein bisschen erzählt, warum die diese Bücher geschrieben haben. Das war wohl einfach, weil die irgendwie so ein altes Haus, eine alte Mühle im Harz gekauft haben. Und das hat sie dann so inspiriert dazu, diese Bücher zu schreiben. Da haben die wohl auch ein paar ganz, ganz alte Sachen gefunden. Und also wer daran Interesse hat, ne, dann werde ich euch das mal verlinken. Ich weiß jetzt gar nicht, wo es das zu kaufen gibt, aber ihr werdet es in der Infobox dann schon sehen. Und dazu haben wir dann noch mitbekommen, so ein paar Heftchen über den Harz, so ein Stempelheft und so ein Begleitheft für diese Stempel. Es gibt ja so im Harz diese Wanderstempel, also wenn man immer irgendwo hingewandert ist, kann man sich so ein Stempel holen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Und im Prinzip haben die das auch gemacht. Das finde ich richtig toll, die Idee. Und dann haben wir noch ein Heft dazu bekommen. Oder ein Büchlein, ein kleines. Für den Harz. Tatsächlich, wenn man da Urlaub machen möchte. Also wir kommen aus dem Harz. Aber ich finde es eigentlich trotzdem ganz niedlich. Also wir haben uns total gefreut. So wirklich reingeguckt haben wir noch nicht. Die Zeit hatten wir noch nicht, weil heute ist erst Sonntag. Das war so das Erste, was wir uns mitgenommen hatten. Dann gab es den Panini-Stand. Ich hatte ja von der Zeitung, bei der ich gerade bin, ein Interview mit Sven Plate, dem Synchronsprecher von Bugs Bunny und Will Wheaton. Was übrigens sehr toll war, es ist ein so cooler Typ. Aber an diesem Panini-Stand gab es nicht nur Herrn Sven Plate, sondern auch noch Comics. Ich habe tatsächlich in meiner Jugend oder so jetzt nie so überkrass Comics gelesen. Für mich war die Messe so, dass ich mal so neue Sachen kennenlerne und das war wirklich genial. Ich liebe ja The Witcher, ihr wisst es. Da wartet ja auch noch diese Überraschungsbox. Und es gab tatsächlich einen The Witcher Comic. Leute, ich blätter es einfach mal auf, damit ihr euch das angucken könnt. Es ist so geil, es ist so schön, I can't, ich lieb's. Und da ist die Badewanne-Szene mit. Ja, es ist mein absolutes Lieblingsgame und ich bin riesiger The Witcher-Fan, so seit ich das gespielt habe. Ich komme da gar nicht drauf klar und ich komme da auch gar nicht von weg. Und da ist mein Nerdherz komplett aufgegangen mit diesem Comic. Und ich habe es noch nicht gelesen, klar, ich habe es mir jetzt erst frisch gekauft, aber ich bin sehr happy. Und ich kann, glaube ich, echt empfehlen, wenn ihr vielleicht auch so ein kleiner Nerd seid oder generell euch mal für Comics interessiert habt oder so, dann schaut bei dem Panini-Stand vorbei. Die Comics sind so wunderschön. Ich hatte keine Ahnung, wie toll Comics aussehen können. Es hat gekostet übrigens 16,99. Ich muss sagen, ich dachte, das ist immer ein bisschen günstiger. Ich dachte, so ein Comic kostet vielleicht so 8 Euro oder so. Aber das ist natürlich auch so ein richtig dickes Buch. Deswegen war es vielleicht auch etwas teurer. Es gab auch günstigere, aber es musste Geralt von Riva sein für mich. Wie immer. Das ist so ein Gratis-Heft, was wir uns mitgenommen haben. Das ist einfach so ein bisschen so eine Preview und keine Ahnung was. Dann gab es natürlich super viele Künstler, Artists. Das hat mir am besten gefallen an der Messe, habe ich auch schon in meinem Vlog erzählt. Den werde ich euch übrigens mal unten verlinken und am Ende des Videos. Schaut da unbedingt vorbei, da bekommt ihr, denke ich, ein paar kleine Eindrücke von der Messe. Bugs Bunny, sieht man es nicht? Und wir gehen jetzt nicht für 60 Euro Pokémon-Karten kaufen. Das sind nicht wir.
Ich habe mir von diesen ganzen Artists, die mir gefallen haben, immer auch so Kärtchen einfach mitgenommen. Ich habe mir jetzt nicht von jedem irgendwie ein Bild gekauft oder so. Ich weiß schon selbst nicht mehr, wohin mit diesen ganzen Bildern. Aber da habe ich einmal Sarah Buchholz entdeckt gehabt und die macht auch so mit einem Tablet mit Procreate Bilder. Fand ich super schön. Dann noch was ganz Außergewöhnliches fand ich. Da hat jemand so in Pokebällen Pokémon-Welten gebaut für ein bestimmtes Pokémon. Ich kann das nicht erklären. Ich glaube, ihr müsst euch das einfach angucken. Von Tischlör. Jetzt kommt was. Ich habe zwar gesagt, ich habe mir nicht wirklich viel gekauft von Künstlern, aber ich habe mir was gekauft. Und ich bin schon richtig aufgeregt. Ich habe es noch nicht ausgepackt. Also das ist wirklich, ey, als ob jemand gesagt hat, Livia, ich möchte dir was malen. Und ich hoffe, du freust dich darüber. Und ja, verdammt, ich freue mich darüber. Das ist von Scarbo. Ich halte euch mal das Kärtchen rein. Und Skabok hat tolle Lesezeichen gehabt. Aber auch so Prints. Aber ich habe tatsächlich Lesezeichen gekauft. Und ja, ich habe gerade gesagt, ich lese nicht viel. Und ich habe mir Lesezeichen gekauft. Ja. Also für 4 Stück habe ich 10 Euro bezahlt. Und da habe ich einmal Jensen Ackles als Lesezeichen. Und da steht unten drunter Saving People, Hunting Things, The Family Business, also von Supernatural. Und ich bin ein riesiger Supernatural-Fan, seit ich Kind war. Und natürlich insbesondere von Jensen Ackles, also Dean Winchester. Und der Impala ist mein Traumauto. Und das ist einfach so toll. Und egal, ob ich lese oder nicht, ich pack's mir irgendwo hin. Dann geht's natürlich weiter mit dem nächsten Mann, auf den ich abfahre. The Witcher. Ja, hatten wir schon als Thema. Brauche ich mir nicht zu sagen. Ich finde, das Artwork ist on point. Der nächste Mann, der mein Herz erobert hat, ist Ian Somerhalder in der Rolle von Damon Salvatore in The Vampire Diaries. Eine meiner absoluten Lieblingsserien. Und ich habe das gesehen und da steht wieder ein Spruch drunter. There is no such thing as a bad idea. Only poorly executed awesome ones. Hier oben ist auch immer noch so ein Bändchen dran mit so einem Detail, also mit so Zähnen. Und hier so der Baum und hier ist noch ein Pentagramm dran. Oh mein Gott, ey, I love it. Und jetzt noch das letzte. Oh. Da ist auch wieder so ein Baumzeichen dran und das ist Appa von Avatar. Ist das nicht süß? Ich liebe Appa. Ich habe auch schon überlegt, mir mal ein Appa-Tattoo stechen zu lassen. Ich habe mir überlegt, generell von diesen ganzen Leuten Tattoos stechen zu lassen. Ich habe immer gesagt, das einzige Format, bei dem ich gerne mal mitmachen würde, so im Fernsehen, ist Beauty and the Nerd. Aber erstens muss man dafür Single sein und das wird nicht passieren. Und zweitens bin ich, glaube ich, irgendwie so eine Mischung aus Beauty und Nerd. Das nächste, was wir uns gekauft haben oder was Niklas sich mehr gekauft hat, ist eine Pokémon-Sammelkarten-Box. I love it. Das Lustige war, Niklas wollte sich eine holen und ich habe die so gesehen und ich habe gesagt, die sieht ja übergeil aus. Die hat 60 Euro gekostet, ist also jetzt kein Schnapper. Wer Pokémon-Karten kennt, der weiß, das ist ein sehr teures Hobby, aber das ist Niklas sein Ding und Hauptsache er ist happy. So sieht der Inhalt aus. Aufgemacht haben wir es natürlich auch noch nicht. Musst du jetzt ran, so wenn ich das hier nicht verpackt bekomme. Also hier drinnen. Oh Mann! Nimm es. Ich habe mir noch etwas von einer Künstlerin mitgenommen. Und zwar von Liptiri. Ich werde euch ihren Namen nochmal hinschreiben, falls ich den irgendwie gerade falsch gesagt habe. Und natürlich unten ihr Instagram verlinken. Das werde ich bei allen Künstlern und so machen, die ich jetzt finde. Ich war ja verkleidet. Ich habe das Cosplay Buggy the Clown aus der Netflix-Serie gehabt. Und wollte eine schöne Erinnerung haben und schaut mal, was sie gemalt hat. Auch mit Procreate. Ein Bild von Buggy the Clown. Ich kann nicht mehr, es ist so toll. Es passt so perfekt. Brauche nur noch einen passenden Rahmen dafür und dann überlege ich mir noch einen schönen Platz, wo das hinkommt. Ach, bin so happy darüber. Weil irgendwie habe ich die ganze Zeit so gedacht, boah, so ein Bild von Buggy wäre schon cool. Ich meine, ich male ja auch selber, aber es ist nochmal was anderes, wenn das so mit Procreate gemacht ist. Und jetzt geht es tatsächlich weiter mit der Überraschungsbox. Und die habe ich natürlich noch nicht geöffnet. Die werde ich jetzt zusammen mit euch aufmachen. Und ich bin ein bisschen excited, was da drin ist. Ich muss sagen, ich wollte eigentlich immer gerne so eine richtige The Witcher-Figur haben. Natürlich, für 25 Euro wird die hier auf gar keinen Fall drin sein. Eine Geralt-Figur kostet 60 Euro. Also jetzt mal realistisch gesehen, das wird hier nicht drin sein. Vorne steht drauf, what can be inside the box? Funko Pop, Pillowcases, Mousepad, Figurines, okay. Posters, Mugs, Badges, was auch immer das ist, Plushies? Keycharms, Stickers and much more. Keine Ahnung. Wahrscheinlich habe ich gerade die Hälfte auch falsch ausgesprochen. Hey, what a party. Let's change the world. I want my Witcher. Oh, ich bin so gespannt. Ich greife einfach mal rein und ziehe das erste raus. Yay.
ein Mauspad? Hm, weiß ich jetzt gerade noch nicht, wie ich das finde. Also irgendwie ist es ganz cool, aber brauche ich ein Mauspad? Also ich finde es ganz cute, muss ich sagen. Ich habe mit sowas aber schon gerechnet. So, dann... Okay, also viel ist auf jeden Fall nicht drin, ne? Hm. Haben wir noch so eine Clips? Hm. Hm. Ist jetzt nicht so meins, muss ich sagen. Vor allem, weil ich hätte lieber ein Bild von Geralt und nicht diese Zeichen. Ja, Niklas hat gesagt, kauf's nicht. Das wird sich nicht lohnen. Ja, okay. Auf der Tasse ist Geralt drauf. Hey, wenigstens was. Ich rechne gleich nochmal aus, wie viel das eigentlich gekostet hätte, wenn man es selber gekauft hätte. Das ist eine Tasse. Also da ist einmal das Zeichen drauf, ein bisschen kitschig und Geralt. Aber es ist eigentlich eine ganz süße Tasse. Also hier ist einmal das Zeichen. Und wenn man es einmal dreht, dann hat man hier Geralt, wie er gegen irgendwas kämpft. Ja, es ist ja mehr so, ehrlich gesagt, fürs Video gewesen. Aber die Sachen, naja. Also ich brauche jetzt nicht wirklich ein Mauspad, außer Geralts Gesicht wäre drauf. Dann wäre es okay. Und die brauche ich auf jeden Fall nicht. Niklas rechnet jetzt mal kurz aus, wie viel was kostet. Ich hatte irgendwie auf einen kleinen Funko Pop gehofft, ehrlich gesagt. Wenigstens so ein Bibi, so fühlt flüssig, bunt, aber... Das erste, die Tasse. Wie viel bezahlt man für die Tasse, wenn du sie so kaufst bei Impericon? Boah, 12 Euro. Okay, die Tasse kostet bei Impericon 10 Euro. Anhänger, du meinst diese grausamen Badges, ja, sowas mag ich echt nicht. Also der eine ist okay, aber die anderen. 3,99. 5 Euro? Sag. 7 Euro für die Dinger? Okay, dann sind wir bei einem Wert von 17 Euro. Und das Mauspad. Eigentlich hätte ich da jetzt 8 Euro gesagt. 10? Keine Ahnung. 13. 13 Euro sogar. Hm. Also haben wir jetzt die Tüte für 25 Euro gekauft und die Sachen, wenn man die einzeln kaufen würde, würden 30 Euro kosten. Hätte ich mir die Sachen einzeln gekauft? Nein. Also ich hätte mir das Mauspad nicht gekauft, ich hätte mir die hier nicht gekauft und die Tasse, wenn ich jetzt ganz ehrlich sein soll, hätte ich mir auch nicht gekauft. Aber die Tasse finde ich eigentlich ganz cool. So Mauspad und Dings werde ich nutzen und bei den Stickern... Weiß ich nicht, was ich damit machen soll. Ach nein, nein, was machen wir jetzt? Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Channel, damit supportet ihr mich und es ist kostenlos. Aktiviert die Glocke, um kein Video mehr zu verpassen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao! Let's change the world!